Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Tohumon. Und er, Alex, lässt uns immer noch nicht in Ruhe. Oder ich halte ihn besser gesagt immer noch an seiner Fußfessel fest. Aber immerhin habe ich hier einen Stift, so I got it going for me, which is nice. Ja, er hat ein bisschen Freizeitbeschäftigung. Ein bisschen. So, holen wir Sanae nach vorne, denn auch die braucht noch ein bisschen Training. Und da ist ja noch ein Trainer, der super schnell sich umdrehen kann. Statt Boneka finde ich jetzt Trainer. Und den werden wir halt jetzt bekämpfen. Hallo, Bugcatcher Shunsuke. Und er hat Lily Black. Ich glaube, die war nur Typ Unlicht, oder? Das Einzige, was Mike hat, ist BBC und das sind Big Black Cocks. So, es hat Ausdauer eingesetzt, als wären sie Ja, die wesentlich. war nur Typ Unlicht. Gut, nochmal Watergun, dann sollten wir sie los sein. Ich mag Step. Step gibt so einen schönen Power Boost. Ja, und Lily Black ist tot. Sanae hat gute Arbeit geleistet. Und kriegt jetzt mal ein Level Up. Und jetzt kommt nochmal Cherno. Ne, es sollte wechseln. Das könnte Sanae sonst wehtun. Wird Zwicker von uns erledigen. Was war nochmal effektiv gegen Eis? Kampf oder Gestein? Das war eine Frage an dich, Alex. Ja, ich weiß. Gegen was? Gegen Eis war Kampf und Gestein effektiv. Oh, cool. Karate-Chop und weg. Und noch ein Level-Up für Suika. Jetzt geht's schnell. So stark. Ich krieg 84 Poké-Dollar. Ihr seht, man kriegt nicht viel Geld in dem Spiel. So, ich werde auch noch ein bisschen das wilde Gras nachher rennen, um wenigstens auch noch ein paar Boneka zu begegnen, die wir eventuell fangen wollen. So, was hast denn du für Bonekas? Drei Stück. Ach, der kämpft mit Chen. Das ist ja jetzt nicht die Herausforderung. Yo, Sanae, Watergun. Ah, Quick Attack. Ja, du hast recht, das ist Typ Boden, da geht's ganz schnell mit der Watergun. Ja, denkst du, ich hab dich angelogen oder Ja, was? klar. Mist, ja. Da sollte Sanae lieber weggehen. Macht Luna Child für uns. So, und da die Typ Flug ist, wird die Elektroattacke das auch ganz schnell richten. Tschüss, Mist, ja. Oh. Du hast ein bisschen Spezialverteidigung, kann das sein? Bitte verpiss dich, du machst mir Angst. Danke. Ja, eigentlich machst du mir keine Angst, aber ich will schon, dass du stirbst. So, ein paar Erfahrungspünktchen. Rumia, okay, das sagt mir jetzt nix. Rumia? Ach, das war unser Geist hier, oder? Nein. Kannst du. Ich wollte gerne nachschauen. Was muss ich am besten drücken, um es direkt zu finden? Steuerung F. Steuerung F und jetzt? Gibst du den Namen ein? Rumia. Rumia. Rumia ist vom Typ Dark. Egal, Donnerblitz hat's Donnerschock hat's gerichtet. Ja, ansonsten Karate-Chop, ne? Ja. So, Level 9 für Luna Child. 112 Poké-Dollars. So, hier Position. Ja, Sanae ist eh die einzige, die noch kein Level 9 hat. So, Item. Potion. Guten Morgen, das sind die Bunburu Newspaper. Es ist ein bisschen plötzlich, aber hast du ein bisschen Zeit? Laut dem, was ich gehört habe, hast du all deine Erinnerungen verloren. Von allem außer dir selbst. Könntest du das bitte mir näher erklären? Eieieiei. Bitte sag doch bitte irgendwas. Sag ja wenigstens irgendwas. Are you denying the communication of inform? Schlägst du die Kommunikation?
Alex, entwirr mich. Deny heißt... Warte. Ich wusste, es ist auch wieder so ein einfaches Wort. Ablehnen, aber trotzdem. Abstreiten. Leugnen. Ja. Egal, passt schon. Leugnest du, dass du Informationen besitzt oder sowas? Ja, kann man so nehmen. Ich weiß, wer dieser Charakter ist und ich kenne seinen Namen. Ich komme übrigens gerade nicht drauf. Ich will nämlich die ganze Zeit schon den Namen des Charakters sagen, der vor uns steht. Aber da sind dumme Fragezeichen. Und ich kenne den Namen eigentlich. Das ist der Tengu. Das ist der Newspaper Tengu. Aber, Name. Wie wär's, wenn du mir sagst, was du weißt, wenn ich dich in einem Boneka-Kampf schlage? Hm? Du bist noch einverstanden damit? Na dann. I wasn't ready for this. Yes, you were. You said so. Ah ja. Der Name war Aya. Und sie ruft Momiji. Alex, dein Job. Momiji? Ja. Wie geschrieben? Kannst du da viel genug dran gucken. Der ist einfach mal 2 Level höher als ich. Ja, er ist einfach nur vom Typ normal. Doof. Auf welchem Level ist der? 10. Gut, dann muss... Fun Fact, das ist schon die normale Form, nicht mehr die C-Form, ne? Ja, das sehe ich auch. Suika muss das jetzt mal... Nein, das ist die C-Form. C-Momiji. Gut, du kriegst... Dann haben die aber das Bild geändert, denn das ist die normale... Das ist das Bild der normalen Form. Die C-Form sieht anders aus. Merkwürdig. So, Karate-Chop, Critical. Egal, sie bekam einen kritikalen Heat. Und der hat sie einfach zerstört. Eiskalt. Suika hat halt Power und KP. Ich werde sie mögen. Ah ja, das wird ein Flugtyp sein. Suika ist so, wie du deine Freundin hast, gerne hast. Stärker als du. Und immer betrunken. Ah ja, sei ein Flugtyp und bitte töte Luna Child nicht mit einem Angriff. Bitte töte mich nicht mit einem Angriff. Oh, ich bin schneller als du, haha. Ja, das ist Flug und es ist fast tot. Nein, das ist einfach nur super effektive. Sie benutzt einfach mal Guste. Was nicht sehr effektiv ist, weil ich ein Elektrotyp bin. Aber ja. Sie ist schneller jetzt. Ja, nein, sie hat die 4 Speedbus. Und sie heilt sich. Sie ist dumm. Du hast gewonnen. Sie ist jetzt tot. Hooray. Und 150 Erfahrungspunkte für Luna Child, was nur die Hälfte ist. Wow. Ia, ia, oh. I lost. Meinetwegen. Ich schloss dich mal für den Rest für heute. Na gut, wir sehen uns. Uns ist weggeflogen. Was ich mal jetzt überprüfen will. Okay. Cool. So. Wir sollten irgendwas finden, um unsere Boneka zu heilen. So langsam, sonst muss ich zurücklaufen. Es sollte zurücklaufen. Ich gehe mal kurz Boneka heilen. Sonst könnten wir Probleme kriegen. Dumm, dumm, auf zum Pokémon Sander. Wir kommen im Boneka Center. Müsstest du deine Boneka heilen? Ja, bitte. Und vielen Dank. Und weiter geht's. Hui. Nördliche Straße und wieder hier hoch. So, dann wollen wir mal kurz das hohe Gras gehen. Ich würde gerne noch wissen, was man hier so finden kann. Mike, nur mal so eine Frage. Ja? Ein Mann kniet sich nieder vor der Frau, ja? Kannst du dir einfach vorstellen, was ich... ne? Ja. Kniet vor ihr. Und er reicht die Hand und sie reicht ihm die Hand. Ist die Hand der Frau oben oder unten? Ich weiß, die Frage. Du musst gerade so, what the fuck? Aber ist die Hand nach unten gerichtet oder nach oben? Wenn du eine Mädel High Five gibst, gibst du dir von unten oder von oben so? Ein höheres High Five, aber es hängt auch von der Größe des Mädels ab? Ja, das Mädchen ist genauso groß wie du. Ja, dann gib halt ein normales hohes High Five.
Das Mädchen ist Byakugan. Hilft die. Ja, ich würd kein High Five geben. Sie hat Orakel 64 Hände und dann bin ich tot. Es ist mal krass, wie Suika bis jetzt schon doppelte KP hat wie die anderen. Genau, würdest du Suika High Five geben? Würdest du deine Hand oben? Ich oder würde und weglaufen! Suika ist ja nur von der Kraft her das stärkste Duo-Charakter. Von okay, der physikalischen Kraft. Die würde mir halt den Arm brechen, nur wenn sie ihn berührt. Ich gehe hier gerade mal die Stats durch. Ich wollte eingeben, ein Mann hält die Hand einer Frau. Und ein Mann hält, also man holds woman, und dann habe ich gesehen, man holds no, woman hostage for 18 years. Der ich Trainer hier, der hat ja mir gerade etwas gesagt, da muss ich wirklich sagen, no shit Sherlock. Hast du gewusst, dass Boneka sich entwickeln können? Lily White. Er hat die entwickelte Lily White. Ja, hat er. Ich hab Water Gun. Die machen alle Ausdauer. Die haben alle Angst vor dem One-Hit-Kill. Ich frag mich nur, was bringt dir Ausdauer? Wenn du vom One-Hit-Kill getroffen wirst, dann heilst du dich und dann kriegst du ihn nochmal ab. Und ich mache keinen Schaden mit Water Gun, was ziemlich doof ist. Weil das aber irgendwie meine stärkste Attacke ist. Gut, Sonnei, du musst damit rechnen, dass du getötet wirst. Weil du nicht genug Schaden machst. Und sie versucht's immer noch mit Ausdauer. Okay, gib nicht Nightfall ein, du kriegst Batman Nightfall. Ich hab mal so eine Idee. Wie wär's, wenn ich mal Pursuit benutze? Warum? Macht nicht viel mehr Schaden. Tja. Lily White war nur ein reiner Normaltyp, oder? Ja. Ja. Ich könnte auch zu Suika wechseln und das hier ein bisschen beschleunigen, aber na. Wenn der jetzt einen Trank hat, wechsle ich zu Suika. Bin gespannt. Nein, nochmal Ausdauer, dann bist du jetzt tot. Irgendwie hat diese Lily White keine Angriffe drauf. Sie hat nur eine hohe Verteidigung und das ist nervig. Zumindest eine hohe Spezialverteidigung. Oh, sie hat den Hit eingesteckt. So, Pfund und weg. Gut gemacht, Sanae. Yay, Level 10. Meine Boneka. Wieso haben so viele Trainer auf so einem niedrigen Level schon entwickelte Boneka? Das ist nicht fair. Ich will auch. Oh, hallo alter Mann. Ich kann das gerade so schlecht selber. Bist du ein Trainer? Ja. Hey, du kannst nicht so weit aus der Stadt gehen. Wieso? Ihr Menschen, hört auf mich aufzuhalten. Oh, Mei Ling. Hier haben wir Mei Ling, ein Kampftyp. Ich weiß, die hatte ich auch bei mir im Team. Ich habe sie Chun Li genannt. Ey, hä? So, naja, fühlt sich falsch an. Alex. Es ist schwierig. Was ist schwierig? Es ist schwierig. Ist die Hand unten oder oben? Das ist die Frage. Ja, ist der Finger oben, wird man dich loben. Ich will doch gelobt werden, also mach ich den Finger nach oben. Aber ist Finger vielleicht eine Umschreibung für Pullemann? Dann ist der oben. Dann lobt man dich für deine Potenz. Und was hat Will Smith damit zu tun? Ich mag übrigens Mei Ling. Sie hat rote Haare. Ich werde den Charakter trotzdem nicht fangen, weil ich schon einen Kampftyp habe. Suika ist Gesteinkampf. Warum sollte ich mir noch einen Kampftyp fangen? Ich war nicht umsonst zurückgerannt für Suika, als ich sie gefunden habe. Es ist ich wette, du wirst Sanic fangen. Ja. Warum findet Luna Child keine Items mehr? Weil du sie nicht Honey Boo Boo Child genannt hast. Honey Boo Boo Child! Item. Mike found Maiko Orb. Hey, ich hab einen neuen Orb gefunden. Ist das nicht toll? Ach, du bist ein Trainer. It's Honey Boo Boo Child. It's Honey Boo Boo Child. I had 4 heart attacks.
Okay, wir müssen einen Champ besiegen. Champ, Baby! Das wird Donnerschock nicht viel bringen. Setz Donnerschock gegen Chen ein. Ich bin auch ein Genie. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Okay, Mann. Das ist ein Bild. Ist klein. But. Es zoomt nicht dran. So, Karate-Chom und die Sache sollte geregelt sein. Hör auf, so schnell zu sein. Mal Karate-Chom und wir sind fertig. Bam, und das war's mit Jen. Und die Hand ist... Was? Er bricht in den Arm, so wie das aussieht. Nein, das ist nicht richtig normal. Nein... Nein, bei diesem Bild macht die Frau den Antrag, einen Heiratsantrag. Nein. Ach ja, dir ist schon klar, du redest mittlerweile schon so viel über das Bild, das muss irgendwann im Part eingeblendet werden, wenn es fertig ist. Das will jetzt jeder sehen. Das will niemand sehen. Doch, du redest viel zu viel darüber. Also, wenn auch nur einer einen Kommentar unter dieses Video schreibt, dann werden... Ich male nur Penisse und Titten. Egal wie weit ich dann schon im LP bin, aber wenn unter diesem Part jemand schreibt, ich will das Bild sehen, werden wir dann in Part 20 oder 21, je nachdem wie weit ich aufnehme, dieses Bild zeigen. Denn ich werde viel aufnehmen. Ich werde das Bild wahrscheinlich heute noch beenden, morgen ihr schicken, übermorgen fressen. Dann werde ich 3 weitere Tage Durchfall haben und kacke in meinen Geburtstag rein, wie andere Leute. Wie kann man... Moment! Hä? Ja, ist gut. Ich musste kurz Moment brüllen, damit man nicht mehr nach mir ruft. Wie kann man? Ihr müsst wissen, ich war bei Mike, als er 18 Geburtstag hatte. Happy Birthday, Mike. Danke. Ja, ich bin 18. Wer hätte einen Tag vor Mikes Geburtstag. Wir hatten den Tag vor Mikes Geburtstag, und zwar 23.57 Uhr. Mike sagte, ich muss mal scheißen. Mike ging aufs Klo. Als Mike wiederkam, war 0 Uhr 2. Mike hat in seinen Geburtstag reingeschissen. Ja, so macht man das. Wie fandest du den Geburtstag eigentlich? Fandest du ihn dann auch beschissen, also schon reingeschissen? Ha 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 ha. Soll ich zu dir kommen und dich verprügeln? Du kommst sowieso zu mir, aber dann fahren wir zur Gamescom. Und wir können leider nicht Smash Bros. Gegeneinander spielen, sonst würde ich dich ja mal sowas mit Pac-Man fertig machen. Stimmt ja, weil man auf der E3 ja gesagt hat, nee. Oh, hier ist ein Bund. Nein, wir haben gesagt Sommer. Ich finde, der 3. Oktober ist Sommer. Das Wii U-Spiel soll im Winter rauskommen. Wann ist das? 15. Mai? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nein, es ist wahrscheinlich der 31. Mai. Dann kommt das für die Wii U raus. So, was mache ich jetzt als nächstes? Könnte den zweiten Fuß malen. Bisher steht sie auf einem Bein und einem Krüppel. Sie hat aber ja nur eine Hand. Ich hab nicht erwartet, dass du kämpfen willst. Das ist eine Nameless Fairy mit Ja, ich hab sie angesprochen. Da sagt sie, ah, ein Mensch. Lass uns kämpfen. Gut, Thundershock. Ausdauer. Und ich habe herausgefunden, die Hand ist... Mike? Ja. Oben. Von cool. Der Frau. Außer hatte ich recht. Ich hätte alles richtig gemacht, wäre es so weit gekommen. Du hast auch so ein schönes Bett. Es kann auch bei dir viel weiter kommen. Lass mein Bett in Ruhe. Problem ist nur, es wird niemals dazu kommen, dass du irgendwann mal in deinem Bett mit einer Frau kommst. Haha, 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 der Alex. Warte, soll ich. Hallo, Alex hat gerade miese Wortspiele gebracht, aber heute auf dem Weg nach Hause sind mir auch voll viele Wortspiele mit meinem alter Ego eingefallen. Sowas wie von MC Tost kannst du dir eine Scheibe abschneiden, den Sieg kannst du dir abschmieren wie mein Gesicht, oder das war's eigentlich, aber das habe ich perfekt verpackt. So, besiegen wir noch den Bonicke, dann können wir den Part beenden und ich kann was essen gehen. So, Watergun. Dann komm und weinst. Du hast dich bereit gemacht. Hier, Watergun. Boah, das ist gut. Oh, ich hab einen Tackle abgekriegt. Und Tackle. Und es ist tot. Nehmen wir dann gleich noch Sonic Generations auf. Wenn du Lust drauf hast.
Das ist das Projekt, was nach Sonic Generations kommt. Lass uns Sonic Generations aufnehmen. Könntest du bitte von den 30 Frames weggehen? Tut mir leid, ich geh schon zurück. So. Das war's mit diesem Part, Leute. Im nächsten Part werden wir dann hoffen. Das war's mit diesem Projekt. Bis zu Sonic Generations. Das war's mit diesem Projekt. Wir sind back out the future. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein.